Now I done grew up around some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flask, back to bigger day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill. So Leute, hier sehen wir jetzt die Rennpunkte vom letzten Mal. Nochmal schnell, Alonso ist draußen, das gefällt mir, schnellste Runde 1:30. Jo. Okay, nice. Ja, Karrierepunkte nochmal eine Einführung, geil. Also jetzt kriege ich so einen Haufen Einführung rein. Ist er das? Das ist er. Und das ist Jonathan. Du wirst ein paar seiner Autos fahren. Naja, nicht wirklich. Meine Autos, aber nicht so wichtig. Um ehrlich zu sein, würde ich lieber selbst mit ihnen Rennen fahren. Ich bin recht geschickt am Steuer. Aber der Anpressdruck, die seitlichen Gehkräfte, das schafft mein altes Kreuz nicht mehr. Also brauche ich einen Profi. Und da kommst du ins Spiel. Wir fahren im Laufe des Jahres unterschiedliche Schauläufe. Zeitfahren, Rennen, alles Mögliche. Und man hat mir versichert, dass du das nötige Talent und die Einstellung dafür besitzt. Mach ein wenig Werbung für uns und das Wichtigste, bring die Autos in einem Stück zurück. Betrachte das als offizielle Einladung. Wir sehen uns später. Jo, da bin ich mal gespannt. Wenn Sie mir bitte in mein Büro folgen würden, ich würde gerne die Vertragsänderung mit Ihnen durchgehen. Okay, jetzt kommt natürlich die Sache, was wollen wir am liebsten machen, und ich bin mein letztes Mal haben wir schon mal hier reingeguckt und ich bin eigentlich gerne dafür, fliegenden Start, und ich muss Anzahl von Autos überholen mit einem alten schönen Auto, und wir gehen jetzt mal schnell an dem Laptop ran, denn wir gucken mal, Trainingsprogramm ist perfekt, das freut mich, und als nächstes kommt das Einladungsevent, genau das war's. Wir haben die Rivalität gegen Alonso bisher richtig gut ausgebaut. Wir gucken mal, was dieses Rivalitätsding ist. Wir machen natürlich alles hier über die Tasten wieder. Und ein paar Yards. Nur mit Einladung, Errungenschaft freigeschaltet, bin ich mal gespannt, was da kommt. Ich bin froh, dass kein Rennen kommt, weil ich nämlich nicht so viel Zeit habe, aber trotzdem Bock habe, mehr zu fahren. Ich bin nämlich gestern erst von meinen Eltern wiedergekommen und heute geht es gleich wieder zur Arbeit. So, wir sind hier Großbritannien auf der kurzen Strecke in Silverstone. So, bin mal gespannt, wie die Arbeit heute wird. Und was es jetzt für ein Einladungsevent ist, bin ich am meisten gespannt. Hallo nochmal und vielen Dank, dass Sie heute bei einem der wenigen Events in diesem Jahr mit dabei sind, die keinen Einfluss auf die Weltmeisterschaft haben. Wir können uns also alle ein wenig entspannen und dabei zusehen, wie ein paar wundervolle Oldtimer auf der Strecke so richtig Gas geben. Das freut mich auch. Zeit mit 4 Minuten, 8 Überhol, 8 Konkurrenten. Das Event beginnt mit einem fliegenden Start. Ziel ist die vorgegebene Anzahl von Autos. So, okay. Gerade war bei mir das Sound weg, deswegen habe ich kurz mal neu begonnen. Also bei mir wirklich auf immer plötzlich das Sound weg, und das, so kann man noch nicht fahren ohne Sound. Das ist richtig eklig. Wer schon mal ohne Sound gespielt hat, der weiß, was ich meine. Und ich habe gerade schon gemerkt, dass es sehr, sehr schwer wird hier. Weil es Wagen sind, die ich noch nicht kenne, oder einen Wagen, den ich noch nicht kenne, sowie die Strecke, die ich überhaupt noch nicht kenne. Und das ist richtig, richtig räudig. Und ohne Sound kann man eben auch nicht ordentlich schalten, finde ich. Aber wenn man nicht die Umdrehungszahl kennt, wo man schalten sollte, dann ist es doch besser mit Sound zu fahren. Oh, mal gucken, ob das jetzt was wird. Aber bisher sieht es eigentlich jetzt mal so gut wie gerade aus.
Und dann habe ich mich zu sehr auf den Sound verlassen und hab natürlich eine Kollision gemacht, das habe ich komplett rausgehauen. Das ist das, was ich vorhin gerade gemeint habe. Wenn man das nicht hört, dann schaltet man auch nicht. Und die Umdrehungszahl nicht kennt. So, und der letzte, den ich überholen soll. Das heißt, es ist nur noch Zeit aufholen, wenn ich die 1,40 noch überlebe. Ich bin natürlich mit 2,5 Wagen, das ist natürlich nicht das beste Rennen jetzt gewesen, aber... wird mir vielleicht das Spiel auch noch zu Gefängnis. Aber es hoffentlich mit den richtigen Formel 1, also mit dem heutigen 2017, wird es hoffentlich ein bisschen einfacher zu fahren. Alter. In Richtung Leben, glaube ich, war ich schon lange disqualifiziert. Aber ich glaube, die sind ein bisschen klar strenger durch die alten Regeln vielleicht. Aber vielleicht ein bisschen auch Mächten eben so, ja okay, das sind alte Wagen, man kann hier direkt was dafür. Wenn man so von jetzt auf gleich reingesteckt wird. Das sieht doch sehr gut aus. Und da bin ich im Ziel. Ah. Simples Rennen. Alles kein Problem. Guck mal, die fahren hier mit 240 lang. Oh. So. Geschafft. Freut mich. Gehen wir weiter. Dann gucken wir mal, was er jetzt möchte. Oder ob er sagt, herzlichen Glückwunsch, das ist geschafft. Konkurrentenpunkt oder. Was, es geht weiter? Achso, Karriere, Training 1. Jetzt komme ich gleich ins Training? Das will ich aber nicht. Das dauert mir zu lange. Also ich muss in einer Stunde muss ich essen. Und das Training dauert eine halbe Stunde, dann haben wir es um 11. Das packe ich nicht. Ich wollte bloß die kleine Runde jetzt machen. Oh Gott, zum Glück nicht. Dich wiederzusehen. Das Werk hat uns ein paar gut aussehende Teile geschickt. Sie werden gerade in diesem Moment angepasst. Hier ist der Bericht. Auf Deutsch. Ach so, das. Ah, okay. Teileffekt klein. Okay, die haben die erste Sache haben sie jetzt geschafft. Und gehen wir mal so. Der Motor hält noch ein paar Runden aus, das ist gut. Ich will den FE rum. Das wurde jetzt geschafft. Das freut mich. Und da gucken wir mal, was haben wir jetzt hier noch so? Wir haben hier eine Verbrennungsmotorabnutzung. Wir haben Abnutzung, Turbolader, Energiespeicher, Getriebe, HMG. Okay. Wir haben aber auch nur 280 Punkte, das reicht für nichts. Aber was kann man noch mit den Trainings... Ferrari ist für uns... will uns haben. Ach,
56 Runden. Okay, also ins Training gehe ich jetzt nicht, wenn, dann mache ich das morgen. Leistungsvergleich zu den Fahrzeugen. Also wir sinken von unserem Standard aus. Wir haben noch zu wenig. Okay, also da wissen wir, was wir in den nächsten paar Tagen noch machen müssen. Und ich würde mal sagen, wenn ich daran Spot gefallen habe, gibt mir noch oben, wenn ich denke, da unten schreibt mir in die Kommentare, ob da oben nach oben. Was, wie viel Saison gibt es denn? Oh mein Gott! Nach der ersten Saison kann man bestimmt wechseln. Bisher gefällt es mir, ja. Aber wir haben ja noch einen Haufen Rennen vor uns. Wir werden, hier werden wir wohl noch nicht schaffen. Aber gut. So, wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt noch einen oben, wenn ich dann nur noch unten. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Und bis zum nächsten Mal, sagt der Menzi. Ciao, ciao.